So, weg damit, weg damit, weg damit. Wir hauen hier das Gras in der Basis weg. Oh ja, das macht so viel Spaß, lala. Da müssen wir gleich krasse Musik einspielen, die uns allen gefällt. Wahrscheinlich gefällt sich hier niemanden. Leichter zu singen. So, lalala. Und... das war's dazu. Die Haustür. Die Haustür. Hier geht's doch, oder? Ja, klar. Hier haut's eigentlich ganz gut hin mit der Haustür. Ich komme nicht hoch. Nein, ich komme nicht hoch. Scheiße. Dann ist das da die provisorische Haustür. Super. Na gut, dann würde ich sagen, schlaf fast mit der Runde. Oh, Bresky ist C zu Excel. Nur das möchte ich nicht abbrechen. Das sieht gut aus. Oh ja. Eieiei. So, und dann müssen wir uns was essen wieder. Und noch eine. Und noch eine. Und noch eine. So, dann kommen wir hier mal wieder. Ein bisschen unsere Melonen hier rein sortieren, die wir hier sammeln. Werden langsam recht viele, genau, den Marktstand und das Regal können wir auch mal reintun. So. Hier wieder ein paar Setzlinge und auch da wieder. Und das sieht ganz gut aus beim Setzling mittlerweile. Und Erde haben wir noch komischerweise, die brauchen wir auch nicht. Wir haben noch Metallstand, die brauchen wir auch nicht. Haben wir noch Holzstäbe, die brauchen wir jetzt auch nicht momentan. Hey, wieso macht er das nicht? Doch, macht er. Die brauchen wir auch nicht, die kann auch weg. Die Blumen können auch weg, die brauchen wir auch nicht. Und auf einmal sind wir total quietschfidel wieder. Und jetzt bräuchten wir Stein. Dazu könnte ich aber runter ins Tal gehen. Und noch ein wenig Stein abernten. Das sind Melonen, nehme ich mal wieder gerne mit. Na, Ziege. Außer Schweine hat hier momentan nichts zu befürchten. Außer Schweine hat hier momentan niemand irgendwas zu befürchten von mir. Von daher. So. Wollen wir mal hier ein bisschen an die Seite reingraben. Hier ist ja gut erleuchtet, da kann man das ruhig mal machen. Der fleißige Minenhacker weiß, was er da tut. Da gab es nämlich kein Problem damit. So. Habt ihr Ideen, Tipps oder Ideen? Habt ihr Ideen, was ihr eventuell für Häuser haben möchtet? Möchtet ihr kleine Häuser haben oder so? Möchtet ihr eventuell im Let's Play hier einfach mal ein bisschen was mitbauen? Möchtet ihr Teil des Let's Plays sein? Schreibt doch einmal in die Kommentare, was soll ich bauen, wie soll ich was bauen? Und eventuell können wir ja das so machen, dass wir dann, sagen wir mal, wenn ihr einen Hausvorschlag habt, den ich bauen soll, dass ich dann, dass ihr mir dann ein Bild von euch schickt, das könnt ihr mir auf Facebook schicken, auf meiner Facebook-Seite, dass ihr da ein Bild von eurem Avatar schickt oder so und dass ich dann einfach dieses Bild einfüge hier im Spiel, das geht ja, und dass ich dann sage, hier wohnt und dann ist da einfach das Bild da, weil Schilder gibt es ja momentan noch nicht in dem Spiel. Das wäre natürlich mega nice, dann hätte jeder so sein eigenes Häuschen so ein bisschen. Und man könnte sich eine gewisse Gemeinde schaffen. Und es ist auch schon in Planung, dass ein gewisser Herr
Creepypasta Kind AK Vendetta eventuell mitmacht. So. Ich bin hier. Okay, dann kann ich. Ja, grab ich einmal hier in die Gegend weiter. Wir können ruhig ein bisschen was mitnehmen, so ist es nicht. Da können wir uns richtig austoben. So, lalalala. Wer möchte... Oh. Pardon, das wollte ich jetzt nicht. Die Musik ist aber auch gerade so schläfrig. Moment. Ja, Steinhacken! Boah. Wir müssen Steinhacken! Wir müssen Steinhacken! Hey, 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 hey! Ja, Stein, Stein, Stein! Jeden Stein hau ich klein, Stein, Stein, Stein! Auf den Stein, so muss das sein, Stein, Stein, Stein! Nee. Stein, la 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 la! Ja, schon klar. So, da die Ecke gefällt mir noch gar nicht. Hier bin ich Perfektionist, das darf so nicht bleiben. Das sieht dann nach gut ausgehobenen Höhle aus hier. Das sieht auch noch ein bisschen komisch aus hier. Genau wie das da. So, schauen wir nochmal rein. Ja, der Puppe stirbt mich immer noch hier. Das ist, kann so nicht weiter sein. So. Ich durfte mich nie im Bergwerk einteilen. Was tut die da? Ich mach den Gang schön. Sie soll ein Erze farmen. Ja, aber der Gang. Ich will gerade mal noch so ein Loch, Luftloch, also ein Loch hier reinfügen, weil das eigentlich gar nicht schlecht aussieht. Ja, dann mal noch eins. Sieht eigentlich sogar sehr geil aus. Hey, warte mal, könnte man theoretisch... Okay, dann muss ich mir ganz kurz hier runtergraben. So, rein theoretisch müsste man jetzt... Wie geil! Monster! Nein! Ach, scheiße, so war das nicht geplant. Ach, Mist, ich dachte, da kommt jetzt... Na, okay, da können wir das, glaube ich, jetzt ein bisschen größer machen. Schade, ich dachte, da kommt jetzt so ein cooles Monstergesicht raus. Ich hab's kaputt gemacht. Schade, schade, schade. Das war's aber auch sehr gutes. Sieht auch nicht schlecht aus. Haben wir eine große Höhle da. Und dann gehen wir auf zurück nach Hause. Da kann man dann im Tal sozusagen eine Siedlung machen und da oben haben wir dann sozusagen das Regentenhaus. Und dann können wir hier im Tal so ein kleines Dürfchen bauen. Wäre natürlich auch eine coole Idee. Und das sieht ganz schön fett schon aus mit der Statue davor. So wirkt das schon so ein bisschen protzig. Nur so ein bisschen. Natürlich vollkommen der falsche Baustil für ein Regentenhaus. Eigentlich, das müsste dann schon so aus edlen Rohstoffen sein und was weiß ich nicht alles, aber pff, vielleicht machen wir den Außenriss dann so, dass es von außen so den Anschein eines edlen Hauses hat. Ich weiß es nicht. Mal schauen. Man muss ja nicht immer, auch wenn es das Spiel hergibt, so in dieser Art und Weise bauen. Man kann ja auch einfach mal versuchen, ein bisschen modern zu bauen. Einfach mal. Ja, ich weiß nicht. Einfach mal versuchen, modern zu bauen. Ich bin mir aber halt nicht sicher, ob ich das kann. Das ist der Grund, warum ich es nicht mache. Ich bin mir nicht sicher, ob das gut aussieht, wenn ich das mache. Deswegen tue ich es selber nicht. So ein gewisser Selbstschutz ist das.
Ja, Selbstschutz davor zu fehlen. So. Dann haben wir da. Ich war ja immer in Sicht jetzt. Hier kann man eigentlich. Entweder man lässt es so oder man. Ich lasse das mal so, kann man dann eventuell immer noch zumachen, so ist es ja nicht. Ja klar, übelst saure Musik mit einem Schlag, warum nicht? Ergibt Sinn. So, die drei wieder voll. Hallo, ich würde gern hier rauskommen. Und klack und klack und klack und klack. Und da ist zumindest das ganze Gras mal weg. Da sieht man ja, was hier Sache ist. Das ist nicht schlecht. So. Rein theoretisch könnte man das hier jetzt auch rausziehen und hier eine Holzwand hinbasteln. Das sieht, glaube ich, ein bisschen besser aus. Idyllischer auf jeden Fall. Ich weiß, wir haben es gerade hingebaut, machen sie es ja weg, aber es ist nun mal so. Man kann nicht immer alles von Anfang an wissen. Man muss ja auch einfach mal sagen, okay, das sieht scheiße aus, dann wäre es weg. Ist ja doof, dass hier die Rohstoffe nicht aufgehoben werden, da müsste man vielleicht, aber ja, geht halt nicht anders. Lalalalalala. Weil im Endeffekt kannst du so eigentlich die Welt irgendwann komplett ruinieren, wenn die Rohstoffe ja nicht aufgehoben werden. Das heißt, es werden nicht weniger. Ja, das heißt, es bleiben nicht gleich viele, sondern es werden immer weniger Rohstoffe. Und irgendwann hast du keine mehr. Das ist dann, naja, gut, dann musst du wahrscheinlich die ganze Welt wieder bauen. Es wird ja auch daran gearbeitet, dass die Welt endlich groß wird. Ja. Ich fände es schön, wenn man die Blöcke zurückkriegt, die man abbaut. Das Abbauen ist momentan ja noch gar nicht integriert, macht einfach alles kaputt, was man nicht behält. So, und weg damit. Hier könnte man eigentlich, wenn man es genau nimmt, könnte man hier noch eine Tür reinsetzen, wo es dann hier wirklich in so einen geheimen Keller oder sowas reingeht. Weil hier unten ist ja eh schon alles so eingezäunt so ein bisschen. In so einen Lagerraum. Hier unten könnte man einen Lagerraum machen oder so. Oder vielleicht so ein Geheimversteck für irgendwas. Ein dunkles Geheimnis. Mal schauen, was ich hier freilege so. Unterirdisch. Ich weiß nicht, was hier ist. So, klack. Das ist echt interessant hier so. So. Das kann man dann später fortsetzen.
würde es euch einfach außen mal anschauen. Und wie geht es jetzt eigentlich mit dem Stein? Hier müsste man eventuell mal... Genau. Hier würde dann so eine Steinkante sein, das ist aber auch vollkommen okay. Hier das... Muss man mal schauen, wie man das macht. Hier ist echt noch viel zu viel Stein, das müssen wir irgendwie ändern. Diese Mucke, ne? Und dann sowas, genau. Das müssen wir noch ändern. Wir haben noch ein bisschen Stein. Aber meine lieben Freunde, an dieser Stelle möchte ich erstmal sagen, bis zum nächsten Mal. Es hat mir viel Spaß gemacht wieder mit euch und dann würde ich sagen, ja, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder, wenn es weitergeht. Und wir haben echt viel geschafft in der Folge. Muss man mal sagen. Da unten das Häuschen hier ist fertig. Also die Kammer ist soweit fertig. Wir haben den Ofen gebaut. Wir haben ein bisschen was erkundet wieder. Oder mehr oder weniger erkundet. Und wir haben hier draußen angefangen, einen komplett neuen Raum zu bauen, der auch schon recht weit ist. Und ja, das hier, das kann man dann irgendwie mal beheben. Wann auch immer. Ich weiß es nicht. Na gut. Dann bis zum nächsten Mal. Tschüss.